Soll ja los, nicht Six. Neue Demo, bekommen. Erstmal das Video. Tina? Is that you? Our anniversary, honey. No. Not again. No, no more. Stop. Why? Why have you tried to kill me on our anniversary? Ja, fängt schon gut an. Na, okay. So, hier, was, wie heißt das Spiel? Family Mysteries 2. Ashes of Tomorrow. So, ja, live angezockt. Ja, erster Teil ist wahrscheinlich unten gezeigt. Ist eine Demo. Die ist im Store drin. Wir haben das Ende Oktober 2020. Die Demo ist nur drin, wenn man beim Originalspiel draufdrückt. Also, die ist jetzt nicht in der Rubrik, in der Sektor Demos. Also man muss das Originalspiel anklicken, bei neuen Spielen ist da drin. Und dann steht da gratis Demo. Sonst findet man das nicht. Also jetzt als Demo. Ist ein Point-and-Click-Spiel. Naja, Leute, wo wir mal Videos schon gesehen haben, die wissen, was ich von Point-and-Click-Spielen halte. Erstmal hier Kranmeiser. So, Steuerung, ja hier sieht man ja. Ist immer dasselbe, die sind noch alle von ein oder zwei Entwicklern. Ist bestimmt schon das ja, über 10. Spiel, wo ich davon zeige, als Demo. Alle gezeigt, die es gab, bis jetzt. So sieht man ja, natürlich. Ist immer vom selben Entwickler, von jemandem, von zwei Entwicklern. Ich glaube, die wechseln sich ab, wie bei Call of Duty. Da ist auf jeden Fall ein Kickspiel. Mir gehen so Sachen nicht so großartig ab, das sage ich direkt. Gut, wird man gleich merken. Aber ich hätte sie ja eh runtergeladen, getestet. So, Video. Zwei Gigabyte hat gehabt, also die Demo. Ich habe es jetzt erst einmal gepackt, so eine Demo da zu packen. Habe schon eine halbe Stunde, eine Stunde gebraucht oder so. Deswegen spiele ich jetzt nur mal so ein bisschen. So, hier ist klar, mit dem Steuerkreuz macht man hier ein Tagebuch. Sachen nachlesen, anderen Steuerkreuz kann man Karte öffnen und abends zu hier Tutorial kann man überspringen. Abends zu, wenn man Steuerkreuz drückt, je nach die Welttaste, dann ja, zeigt das einen Weg. Das erste, also hier ist der Kreis. Mal was könnte man auch hier jetzt über hier X drücken. Das funktioniert auch manchmal. Wenn man nicht genau weiß, wo man hindrückt. Dann sind hier manchmal hier so Dingern, sind hier so Sachen, dann innen drin ist noch irgendwas. Dann bekommt man Gegenstände. Dann kommen die alle in, ja, in so ein Inventar. Ab und zu muss man die auch mal extra raussuchen oder nochmal untersuchen. Wie in Resident Evil, dann ist auf der Rückseite was und keine Ahnung. So, wie gesagt, wenn man nicht weiter weiß, kann man da ja, Hinweis drücken. Jetzt scheint ja noch zu benutzen, ist nur zu gehen. Aber was ist jetzt hier für ein Shit? Ja, keine Ahnung. Also wird dir angezeigt. Was? Was Handy? Ja. Da. Und alle hier von der Sorte hier Point and Clicks, die sind immer in einer anderen Zeit. Jetzt scheint wohl modern zu sein. Gab schon mal welche über eine Ritterzeit, Piratenzeit und alles mögliche, aber mir gehen Sachen nicht ab, weil irgendwann drückt man hier rum, obwohl jetzt offensichtlich ist, dass da irgendwas ist und nichts passiert. Dauert mir halt alles einfach zu lang. Man kann es nicht selber steuern. Abends kann man eine Geschichte oder so verändern, der Verlauf, je nachdem, was man macht. Oder gibt es noch so Minigames, Puzzles und so ein Kram, gibt es auch die ganze Zeit. So, was hier schon wieder, ich weiß schon nicht mehr wohin. Das mussten wir jetzt machen, was mussten wir jetzt überhaupt hier machen? Was richtig, was falsch, keine Ahnung. Ja, Hilfe ist unterwegs, ja. Bitte kommt bei mich und hilft mir, ey, wenn ich das hier überstehe. So. Gut. Ja, kann sein, dass man hier eine Karte braucht von den 1000. Aber nicht, ich mache einfach mal jetzt hier nach oben drücken. Also für den Hinweis zu machen, da geht nicht immer. BR2R1.
Und jetzt. Inventar, also schließen, also. So, jetzt aber. Ja, jetzt habe ich nicht hier überall gedrückt, jetzt eben. Na, okay, damit. So, öffnen. Also, dann ab und zu ist man noch in irgendeinem Raum. Wie jetzt. Da kann man Sachen erledigen, danach ist man, muss man in einen anderen Raum gehen und dann wieder zurück. Und erst dann kann man so die Sachen dann halt erledigen. Was benutzt du was? Zusammensetzen, okay, irgendwas zusammensetzen. Ja, hoffentlich hier im Raum nichts mehr, also okay. Halskette. Arnold, wake up. So. Haben wir eine Halskette? Kann man die irgendwo drauf machen? Ja, was beißt du denn? Soll die Halskette beißen? Ja, cool, jetzt weiß ich schon wieder nicht wohin. Ja. Tausendmal eben da hingedrückt. Ja, also ist das hier halt. Authorization confirmed. Arnold, status report. Wahrscheinlich jetzt der erste Abschnitt. Da kommen gleich vielleicht mal coolere Orte. Oder schlechtere. Na, das fängt an, Hayat. Na, jetzt muss man wahrscheinlich wieder 12 Gegenstände oder so finden, das meistens so. Einfach mal überall hindrücken. Ja, die Uhr. Also und selber bewegen kann man sich ja nicht. Hier bei so Spiel meistens nicht, ja, ich habe schon gesagt, hier Gegenstände finden. Das ist öfters so. Heißen alle vom selben Entwickler, lächerlich. So, jetzt kann ich hier überall rumdrücken. Irgendwo ist da mal was, manchmal sind Sachen übereinander oder untereinander. Ja. Ist schon mir merkwürdig, das hier. Ja, das zeigt mir an. Tür springen, ja, ich glaube besser so. Hä? Ist aber schon eben nicht drauf gedrückt hätte. Ist mir egal, was steht. Das weiß ich ja schon wieder. Hm. Komisch. Muss man sich die Dinger jetzt merken? Was auch immer. Wie war ich schon nicht? Ja. Ah, Junge. Ach, einfach mal überhin drücken. Komm, zeig mir den Weg an, ey. So, ist, ja, so, da ist jetzt wie aufgeladen hier unten. Das ist die Uhr, dann kann man es wieder benutzen. Also zum Glück zeigt mir an, ja. Habe ich bestimmt eben auch gedrückt, aber egal. Komisch. Meine Zeit. Spielzeuge, Bücher, klappt auch nicht. Dann so, so, ja, ab und zu geht einfach, manchmal nicht. Gut, das hier wird es auch ohne Hilfe gehen. Jetzt hat man da wieder irgendein bisschen was gekriegt, keine Ahnung was. Ja, sieht wunderschön aus. Ja, okay, gut, das war es anscheinend, hä?
Wenn ich jetzt mal da, wenn da steht 12 Gegenstände, mal über da hinklicken und dann Sachen finden. Oh komm, überspringen, so, tschüss. Kannst du ja, ja. So. Bäh. Tut meinen Augen weh. Okay. Überspringen lädt auf. Okay. Ah, weißt du was, zur Tür überspringen, so, tschüss. So. Und jetzt. Falsch, euch. Ah so, okay. Komisch. Na. Na, aber ist auf jeden Fall, ja gut, also die Puzzles und so, das ist schon abwechslungsreich. Irgendwie, mir kommt so vor, als ob man da nie weiter richtig vorankommt, irgendwie. Authorization confirmed. Komm, ich will mal den nächsten Raum mal sehen, wenn überhaupt hier einen zweiten gibt. Dab. Hier scheint noch irgendwas noch innen drin zu sein. Mhm. Ja. Da verrafft man mich auch manchmal, sonst kommt man nämlich auch nicht weiter. So, und jetzt die Kugel da. Darin. Aber ein richtiges Loch, Junge. So, Spaß muss sein. So, da kommt er her. Tapp. So, haben wir jetzt ein neues? Schon wieder. Ist denn er da? Na gut, komm, zeig mir an. Ah. Also, nächster Raum. Ja, habe ich gesagt, gibt mehr Räume. Kann es sein, dass man da jetzt manchmal da hinten hier in die eine Tür reingehen kann und hier hinten ist eine andere und muss man hier Sachen erledigen und dann da und dann da. Also wenn das hier jetzt so wäre. Was mit der, die ist nackt. Na, halbwegs. Okay, Besteck. Gut, alles klar. Na, zurück. Was jetzt los? Warte mal hier. Wie gesagt, immer sind irgendwelche Gegenstände. Mit dem einen Gegenstand kann man was anderes machen, wo man woanders braucht und so weiter. Passiert dann so die ganze Zeit halt. Ja, mach Flasche auf. Idiot. Wieso gehen da nicht? Also Besteck. Ach, keine Ahnung, ey. Da geht mir schon gut auf die Eier, das hier, ey. War das richtig was, ja. Keine Ahnung, bleibst du da? Ja. Geht mir nicht ab, das da. Obwohl das eigentlich offensichtlich ist, aber irgendwie funktioniert das manchmal nicht so ganz. Man muss dann doch was anderes zuerst machen. Also Gläser hat schon einen Gang gehabt. Ein neues. Alles her. Her mit. Wird die Klatze geputzt. So. So, ich schätze mal, das war dann hier. So, dann kann man hier jetzt wohl mal die Gläser dahin machen. Ne, dann ist fertig. Teller. So. Ja. Kommen dann. Aha. Normal tut man Besteck daneben, aber egal. Sofort damit. Oh ja, ein Truthahn auch nicht. Na, kein Truthahn. Ihr macht die Pulle endlich auf, besaufen.
Wird dann nicht. Ja, ich weiß auch, dass ich mit der Frau reden muss. So. Was willst du denn? Das ist falsch. Also die Halskette. Ja, wird wohl die Halskette sein, lächelt das da wieder. Champagner, ja. Okay, dann geht erst jetzt. Aber jetzt wird das wohl. Ein Gott, ne. So, jetzt aber. Mach die Pull-off. Fluppt, da war aber ziemlich leise. Ah ja, oh, zum Glück. Zum Glück geht die Flasche per Geisterhand alleine in Glas rein, weil das hätte ich nämlich nicht mehr hingekriegt. Ja. Das wären zu viele Gedrücke gewesen. Hin und her, X und X gedrückt und nichts passiert. So, okay, und die Gläser. So, jetzt, ja gut, dann kriegst du halt hier erstmal was zu saufen. Danke, bitte. Na, mach mir so. Oh. Da gibt man den Leuten Sekt, kriegt man was geschenkt. So, dann kannst du das da kriegen. Wo die Frau wahrscheinlich nichts damit anfangen kann, aber. Und die Halskette, ah. Ja. Ach, lächerlich. Man konnte mit der Hand, konnte man der die Halskette nicht geben. Erst muss sie einen saufen. Und dann muss man hier mit so einem Computer-Gravitationsgerät die Halskette über deren Hals, durch den Hals durchbeamen. Oliver Kalkoffe-Sprüche hier hat. So. Dann will sie mich noch abschlachten. Ne, mir ist egal, schlacht mich ab. Also noch ein. Ja. Na. Weltweit beste Spiel, so Sachen. Ein bisschen anreißen, aber ist mir egal. Schlag den Koffer, im Kronkorken. Im Kronkorkentisch. Na, wenig abwechslungsreich. So. Weg mit der Bitch. Ja, ja, ich hab mich nur verteidigt. War Notwehr, obwohl eh nichts passiert ist. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Ja, und jetzt ist man im Gefängnis. Warte, Junge. Was sonst so? Arnold, weiß nicht, ja. Also wie Alexis. Alexa, dann sag mir, wo ich bin. Na gut, dann geht das hier immer so weiter. Jetzt anscheinend hat sie sich befreit oder keine Ahnung. Und ja. Immer halt neue Sachen halt wieder zu entdecken und so weiter. Gut, wenig gut abwechslungsreich, da sag ich mal nichts. Aber mir gehen Sachen mit ab, ist meine Meinung. Ich würde mir sowas noch nicht kaufen, deswegen nur Demos bis jetzt nur davon gezeigt. Ganz in Ordnung, zwischendurch. Für mal was anderes zu sehen als Ego-Shooter, ein Rollenspiel, ein Action-Spiel. Oder ein Vogel ist eh der Beste, glaube ich, oder? Oh ne, ein bester Freund. Ja, guck, sehr hat keinen Bock mehr auf das Spiel mehr. So, alles klar, na egal. So, hoffentlich hat das Video Spaß gemacht. Ja, mir das Spiel so halbwegs gefallen. Oh, da kommt ein Bier. Oh, cool. Weißt du, hat er immer noch keinen Bock, da hat schon wieder ab jetzt. Ja. Also wie der haut heute so ab. Euch noch einen schönen Abend und dann sag ich mal auf Wiedersehen und tschüssi bis zum nächsten Mal. Das war Team im Spiel. Bis dann nur.